So, der nächste, der jetzt kommt, der ist auch zum ersten Mal hier. Er bedient dieses wunderschöne Instrument hier. Riesenapplaus für Matthias Ningel! Ja. Die Stimmung kocht über. Dann spiele ich mal ein Kinderlied. Was ein schöner Tag ist doch heute. Alle Leute strömen in die Natur. Sie sagen's, wie klingt der Vogelsang so herrlich in den Lüften. Nur recht, heute einen Park aufzusuchen. Die Kinder dabei im Korb Kaffee und Kuchen. Herrlich, ist auf der Bank da noch Platz? Setzen Sie sich. Oh, danke, das ist Erholung pur. Mich stört nur da hinten die Kreatur. Der Schreihals zerstört jede Konversation. Wer, der, das ist mein Sohn. Ja, süß ist er ja schon. Wie heißt er denn? Das ist der Karl Leonard. Karl Leonard. Keiner stoppt Karl Leonard. Ist gerade mal 8 Jahre alt. Liebt Fahrradfahren und Gewalt. Jahre, genau wie mein Kleinster. Halt, Karl Leonard, der war doch bei meinem Sohn in der Klasse. Karl Leonard, jetzt schneid nicht so eine Grimasse. Ja genau, das war er, doch ist er nicht mehr. Karl Leonard wollte sich umorientieren und freiwillig die Montessori probieren. Er kam auch nicht so mit dem Unterricht klar, weil er hemmungslos unterfordert war. Ich als Akademiker merke sowas direkt, doch die Idioten von Lehrern gaben immer die schlechteren Noten. Er sei aggressiv, er gehe an die Decke schnell. Ja mein Gott, dabei ist er doch nur verhaltensoriginell. Therapie, haben die gesagt, da musste ich echt lachen. Also Karl Leonard, jetzt hier kein Feuer machen. Als würden wir ihn nicht optimal fördern auf allen Ebenen der Entwicklung. Karl Leonard bekommt progressive Muskelentspannung. Besucht ein Seminar zum Thema Self-Management und macht jeden Mittwochabend modernen Fünfkampf. Karl Leonard, Karl Leonard, keiner stoppt Karl Leonard. Wie jedes Kind macht er mal einen Streich, doch alles im grünen Bereich. Sohn hat mich grad fieser Spacko genannt. Ach sehen Sie, er ist ja so wortgewandt. Ich finde das ehrlich gesagt ungezogen. Oh mein Gott, jetzt hat er sich auf der Rutsche die Hose ausgezogen. Seine Freiheitsliebe, die ist halt sehr groß. Karl Leonard bindt den Sky Luca wieder los. Er muss halt noch erst seine Mitte finden und daher andere ans Klettergerüst binden. Oh Karl Leonard, das muss jetzt in die Reinigung. Karl Leonard, man spielt nicht einfach Steinigung. Du weißt doch, das gibt Platzwunden. Karl Leonard, es reicht jetzt. Ich zähl bis 3 und dann ist Schluss. 1, 2. Soziopath quält sein Umfeld bis auf das Blut. Doch so wie er ist, ist er gut. Karl Leonard, so wie du bist, bist du gut. Matthias Ningel. Riesenapplaus für Matthias Ningel.